Etwas Geflacker zum Anfang meines Vortrages. Hallo, mein Name ist Markus Schuberer. Ich komme von der Universität St. Pölten im Bereich IT-Security. Der Vortrag heute ist über, über Tracker und wie man sie wieder los wird. Unsere Mission als Security-Leute ist, die Tracker loszuwerden. Ich werde ein bisschen Forschung vorstellen und wie man effektiv Tracker blocken kann. Und dann von einem anderen Projekt, an dem ich arbeite, wie man dieses Tracker-Blocking leichter benutzbar machen kann. Ich weiß nicht, wer von euch den Vortrag über Privacy Patcher gesehen hat. Ein paar Hände sehe ich. Ich bin sehr bei dem Thema. Ich werde jetzt nur kurz über diese Bedrohung des Online-Trackings sprechen. Dieses Bild hier ist das der Klassiker. Man sah schon vor 10 Jahren in und nach 10 Jahren ist das alles nicht mehr, trifft das alles nicht mehr dazu. In einem zukünftigen Vorträgen ist das jetzt hier der neue Cartoon, den ich benutze, über Privatsphäre auf dem Internet. Es ist ziemlich cool, weil es die ganze das ganze Problem des Online-Trackings darstellt. Wenn ich vor meinem Kamin meinen Artikel lese, früher war das mal privat und heutzutage gucken alle zu Facebook, NSA, Google ist natürlich dabei und observiert das gesamte System. Ihr gebt eine ganze Menge private Informationen preis. Das sicherlich schmutzigste Beispiel für dieses Thema ist ein Beispiel aus Wien. Das ist jetzt von einem Kollegen eine Übersetzung ins Englische. Es ist nicht für jeden offensichtlich. Daniel Krapp, ebenfalls ein Österreicher. Und er hat dann, nachdem er Google-Anfragen gemacht hat zu Krebs, hat er Werbung bekommen, Online-Werbung für Bestattungen, Beerdigungen. Und das ist so ziemlich der größte episches Versagen, Epic Fail, dass wir für Werbenetzwerke beobachtet haben, weil es einfach geschmacklos ist. Aber natürlich sind auch Regierungsorganisationen ein Problem, was wir durch die Snowden-Aufdeckung gelernt haben, dass die NSA Cookies abhört und dadurch dann halt die ganzen Werbeunternehmen trackt und dadurch auch die User der Leute, die von den Werbenetzwerken getrackt werden, trackt. Und dadurch haben wir halt das Problem, dass und dann gab es natürlich auch Pläne, die Identität von Tor-Nutzern aufzudecken. Und man muss natürlich bedenken, dass diese Leute, die Tor benutzen, in der Regel mithilfe der Werbe-Cookies können sie halt auch Tor-Nutzer identifizieren. Und dann gibt es natürlich noch Zielauswahl, um bestimmte Personen, um bestimmte Netzwerke anzugreifen, indem sie halt die Admins angreifen, indem sie versuchen zu verstehen, wie denkt das Ziel, was bewegt das Ziel, um halt mehr über das Ziel, das sie angreifen wollen, auf persönlicher Ebene herauszufinden.
Und das funktioniert dann auch über Daten, die durch das mobile Telefon geleckt werden. Und das sind so die größten Gefahren für uns durch Trapping. Firmen, die die Profile von deinem Surfverhalten machen, deine E-Mail-Gesichte und dann natürlich auch noch die Regierungsorganisationen andererseits. Der andere Teil meines Vortrags, Fokus, beschäftigt sich mit, um dieses Wettrüsten zwischen Trackern und Blockern zu beleuchten, weil ich werde über Browsererweiterung später sprechen, was das am effizienteste ist. Im Moment ist eine Browser-Extension, also es gibt so viele davon und hier auf der Folie sind die am beliebtesten. Ich denke mal, die meisten von euch benutzen einige davon von diesen Blockern auf dieser Liste und ich werde mehr in Details gehen und ich werde auf den nächsten Slides mehr ins Detail gehen. Das beliebteste von ist Adblock Plus und wir sehen einige Extensions und die Filterrogel von Adblock Plus werden auch bei anderen Filtern benutzt und ein neues und da gibt es auch noch uBlock, welches relativ neu ist und natürlich Privacy Badger. Weil nicht jeder den Talk über Privacy Badger gehört hat, will ich den noch kurz erklären. Wir sehen, dass es Adblock Plus 20 Millionen Nutzer hat. Und es ist deswegen sehr weit verbreitet. Das Problem mit Adblock Plus ist aber, ihre Regeln zum Blocken sind sehr gut, aber das Kontroverse ist, dass sie 2012 dieses akzeptable Werbung-Programm gestartet haben, wo sie dann Abmachungen gemacht haben mit Google und Amazon, sodass deren Tracking-Codes und Werbung nicht geblockt wird. Und wenn man jetzt Adblock Plus benutzt, dann kann man halt nicht Google oder Amazon Werbung blocken. Und deswegen geht das Tracking weiter. Dann gibt es noch Adblock, welches sehr ähnlich zu Adblock Plus ist, was einfach dazu da ist, um Chrome zu nutzen, weil Adblock Plus nicht in Chrome läuft. uBlock ist eine neue Browsererweiterung, die Regeln von Adblock Plus nutzt und auch DNS-Listen benutzt und es gibt also auch keine akzeptable Werbung und es ist alles Open Source auf GitHub und diese Erweiterung empfehle ich daher. Die anderen Extensions, die ebenfalls noch richtig interessant sind, neben Adblockern, sind Extensions, die Tracker eben. Der populärste ist Ghostery. Wer hat hier Ghostery installiert? Ja, eine ganze Menge. Ghostery funktioniert eigentlich relativ gut. Das Problem ist, dass man ein Opt-in für Blocking machen muss. Aber ich denke, dass jeder bereits weiß, wie man das anschaltet. Nur, dass man drüber nachdenkt. Das andere ist Disconnect Me, ähnlich zu Ghostery. Es ist auch in Firefox bereits enthalten. Ein eingebauter Tracker-Blocker und Privacy-Badger, wo ich auch nochmal darauf hinweise, dass man sich den Privacy-Badger-Vortrag anguckt. Privacy-Badger basiert nicht auf Regeln. Basiert auf Heuristics, auf Regeln, anstatt auf Filterregeln. Also Privacy Badger ist eine wirklich tolle Idee und die Sache, wir und mit uns meine ich wir Forscher, wir fragen uns, wie effektiv sind diese Tools eigentlich? Mit Ghostery haben wir halt diese Blasen, mit Adblock Plus haben wir
einige Werbung, die halt weg ist. Und dann sieht das natürlich so aus, als wenn es gut funktioniert. Aber dann wollen wir halt wissen, wie effizient die wirklich sind. Das ist in einer Kollaboration mit Georg Maskovnik. Georg Maskovnik ist ein sehr talentierter Programmierer, der das alles implementiert hat. Und da haben wir jetzt 200.000 Websites gecrawlt und verschiedene Subseiten und ungefähr 500 Millionen Webseiten. Und wir haben diese Browser automatisiert, den Traffic zu analysieren, und wir haben den Traffic gesammelt, um zu schauen, wie effektiv das alles ist, um die Leute davon zu schützen, getrackt zu werden. Die nächsten paar Folien, das ist alles sehr frische Forschung. Die Abbildungen sind nicht unbedingt so schön zu lesen und nicht so gut gelöst, wie wir es gerne hätten. Aber was man hier halt sieht, ist, wer sind die stärksten Tracker? Was sind die Firmen, die am meisten tracken? Wenn man auf diese Tabelle schaut, auf der rechten Seite, oben rechts, man sieht wirklich, dass Google wirklich der größte Player im Web ist. Dann natürlich der Ad-Provider DoubleClick, ebenfalls von Google. Facebook ist ebenfalls sehr beliebt. Und die Graphen schauen. Und deswegen macht es wirklich Sinn, große Datenmengen zu analysieren, um das Ganze zu verstehen. Und andere Forschungsgruppen arbeiten nur mit 100 Webseiten. Und wir wollten halt wirklich ein großes Probe haben. In Asien gibt es für Baidu halt einen größeren Market Share, und deswegen ist es halt, also sieht man halt, wo die ganzen Google Services weniger sind, da ist bei Baidu mehr, weil das eine halt in China beliebter ist als in andersrum. Die andere Tabelle, diese Tabelle ist leider sehr schwer zu lesen. Mit dem großen Projektor ist es vielleicht doch zu lesen, aber die Sache ist, dass die Haupt-Tracking-Domains, und wir wollten sehen, wie effektiv die verschiedenen Tools da drin sind, die Sachen zu blocken. Und zu unserer Überraschung oder nicht zur Überraschung, und Ghostery ist wirklich am besten hier. Die erste Spalte ist, wie viele, wenn man halt keine Blocking-Extensions benutzt, wer trackt einen, und dann kann man halt sehen, dass einige diese Domains zu 0% gehen bei einigen Blockern. Und Ghostery ist effektiv darin, alles zu blocken. Ich bin mir nicht sicher. Da gibt es einige Domains, die Ghostery nicht blockt. Also zum Beispiel irgendwelche APIs, so Font-APIs und einige wichtige funktionale Elemente. Aber es ist nicht wirklich Tracking. Das war jetzt, um den für den letzten Teil vorzubereiten, über den ich jetzt sprechen möchte. Ich habe euch diese ganzen Extensions gezeigt. Was ich aber wirklich tun wollte, war in diesem Projekt, wir wollten das Tracker-Blocking ein bisschen leichter benutzbar machen. Und auch über gewisse Nachteile und Vorteile solcher Lösungen zu reden. Und das ist jetzt die Usable Privacy Box. Das ist ein Open-Source-Projekt. Und ich hatte großes Glück, dass ich von der Internet Foundation in Österreich Unterstützung, Finanzierung bekomme. Die Idee dahinter ist, eine Commodity-Hardware, also ein Raspberry Pi mit einem Wi-Fi-Dongle zu benutzen und das Ganze so mit möglichst ohne Konfiguration benutzbar zu machen. Dieser Hype für Raspberry Pi geht immer in Wellen, so rauf und runter. Ich kenne Freunde, die haben jetzt 5 Stück gekauft, jetzt liegen die alle unbenutzt herum. Werden nur benutzt, um Fernsehen zu gucken oder so etwas. Ich möchte, dass ihr
ein paar nimmt und unsere Software darauf tut. Und wir hoffen, dass Leute das ausprobieren. Die ersten Prototypen auf der linken Seite, das ist auf meinem Schreibtisch, in St. Pölten auf meinem Schreibtisch. Das andere ist in Leyventville in den Niederlanden im Camp. Ein auch großartiges Camp. Auch großartig, geht dahin, wenn ihr Zeit habt. Ja. Ich habe jetzt einfach nur ein paar Kabelbinder benutzt, um meinen Hotspot da aufzubauen. Könnt ihr auch ausprobieren. Was wir als nächstes produzieren wollen, ist ein schönes Case. Und wollen an der Software arbeiten, was mich zum nächsten Punkt bringt. Was tut das Ganze? Ist natürlich jetzt der nächste Punkt. Also wir wollen eine Art DNS-Blacklist benutzen, die Google Analytics als Beispiel und die auf einen anderen Host geleitet wird und setzt die Cookies dieser Domain zurück. Das heißt, verbindest dich also einfach nur auf WLAN und wirst deine ganzen Cookies los. Ebenfalls ein transparenter Proxy. Einige von euch kennen das vielleicht. Google das mal. indiziert auch noch CSS in die Webseite und blockt damit Werbung. Und dann noch ein weiterer Werbe- und Tracker-Blocker, die auch in-App funktionieren für Websites und auch für eben Mobilfone funktionieren. Netzwerk zu blockieren ist schwierig. Du verbindest dich mit deinem Netzwerk. Und wenn man dann ein altes Telefon hat mit WLAN, dann kann man einfach das an den Access Point verbinden und dann funktioniert es, weil der Access Point alles blockiert und nicht das Handy. Und das Ding ist natürlich, man kann nicht so einfach Drittparteien erkennen, also Dritte. Mit einer Browser-Extension ist es wesentlich einfacher, weil man da besser nachvollziehen kann, was geblockt wird. Das ist schwieriger bei Netzwerkblocking. Und hier, es gibt noch ein weiteres Problem, also das ist vielleicht ein Privatsphäre-Paradoxon. Das Problem ist natürlich auch, dass viele Webseiten jetzt Verschlüsselungen verwenden, was gut ist, weil man keine Verschlüsselung, weil das alles verschlüsselt ist, aber das ist natürlich problematisch, weil dann die ganzen Privacy-Extension halt den Traffic nicht analysieren können, weil er verschlüsselt ist und einen auch nicht schützen können. Und deswegen einige Tracker sind schwieriger zu blocken, zum Beispiel der Facebook-Like-Button, weil er komplett verschlüsselt ist. Es ist auf derselben Domäne wie die Haupt-Facebook-Webseite. Man kann die Webseite nicht blocken. Ich würde es gerne tun, aber dann wären die Leute sauer, weil sie Facebook nicht mehr ansurfen können. Das andere ist Tor, also Onion-Routing mit Tor. Wir haben uns entschieden, das zu deaktivieren, also dieses Feature zu deaktivieren. Und da ist keine Magie, es gibt also keine magischen Dropboxen, es kann immer schief gehen, weil was wir halt machen ist, und wir sorgen einfach dafür, dass er das Tor-Browser-Bundle runterlädt, was gut vorkonfiguriert ist. Und das ist eben der am effektivste Weg, um Tracker zu blockieren, weil das alles gut konfiguriert ist dafür. Wenn man also etwas Kritisches macht, sollte man halt nicht den normalen Browser benutzen, sondern etwas Vorgefertigtes wie das Tor-Bundle. Und dann gibt's auch noch ein VPN-Service, der von der Privacy-Box angeboten wird. Also es ist mit OpenVPN installiert. Wir versuchen IP6 zum Laufen zu bringen. Es gibt einige Netzwerk-Leute hier auf dem Camp, die das hassen, damit zu arbeiten. Aber OpenVPN ist wirklich nett, weil man kann es mit einem Proxy benutzen und deswegen ist es halt eine gute Option, um
um okay, das habe ich nicht ganz verstanden. Die Herausforderung hier ist die Installation ist nicht so einfach, man muss halt das Port Forwarding einrichten und man muss natürlich sich darum kümmern, die wechselnden IPs beim Provider irgendwie zu managen. Und der Plan für das nächste Projekt ist, dass wir es auf GitHub veröffentlichen. Nächste Folie. Und so, dass ich dass das Image ein bisschen kleiner machen kann. Wir wollen es am Ende dieses Jahres veröffentlichen. Da sind viele begabte Studenten und Leute, die mir helfen. Ich mache das nicht alles selbst. Aaron, Alex, Anton, die machen ein ganzes Netzwerk und Härtung machen. Julian und Tübers, die zwei Bachelorstudenten, die sehr gute Programmierer sind, die auch auch begeistert sind von dem Thema. Dann haben wir Usability-Leute, einige, die mich den Case helfen. Bin sehr froh, mit einem kleinen, guten Team zu arbeiten. Das führt mich jetzt zu meiner letzten Folie. Was sollt ihr jetzt mitnehmen von dieser Präsentation? Kurz und knapp. Wir haben einen Rüstungswettlauf zwischen Tracker und Blocker angefangen. AdBlock Plus hat jetzt ein Gerichtsverfahren in Deutschland. Dadurch, dass es eben Werbung blockiert, verlieren Herausgeber Firmen und die Einnahmen. Die Einnahmen werden reduziert. Ein ehemaliger Google-Mitarbeiter arbeitet daran, das Tracking und Werbemethoden zu entwickeln, die schwieriger zu blocken sind. Für eine ganze Menge Sachen passieren jetzt. Ich glaube, die bis einem gewissen Grenze sind diese Browser-Extension relativ effektiv. Privacy Badger und uBlock sind relativ gut. Und mit Disconnect, das sind Open Source, funktionieren gut. Dann habe ich über Usable Privacy Box berichtet, wo das Ziel ist, die Sachen Zero Config zu machen, sodass man nichts konfigurieren muss. Sodass man eben das alles nicht machen muss. Wo man eben Ghostory einschaltet und wo man mit all diesen Sachen nicht mit AdBlock Plus zu fummeln. Irgendetwas, was ich eben auch meinen Eltern zu Hause geben könnte und die schließen das an und dann sind sie zufrieden. Und wie ich bereits sagte, wenn ihr also einen Raspberry Pi irgendwo rumliegen habt, macht dies auf der Usability Box drauf und benutzt das. Und das Offensichtliche für jeden, der programmiert. Prototyping ist leicht, produktives Setup ist relativ schwer. Wenn ihr jetzt zum Beispiel an Adafruit denkt, gibt es einen Onion Pie, einen Blocker. Wenn ihr jetzt von diesen kleinen Autos zu einer hilfreichen und stabile Version zu kommen, das ist eben nicht einfach, das ist aber jetzt auch nicht überraschend. Ihr sollt einfach wissen, wir arbeiten hart daran. Wenn ihr also informiert bleiben wollt, wann auch der Public Release kommt, das hier ist unser Twitter-Account. Wenn ihr nicht die Chance habt, mit mir heute noch zu sprechen, das ist .org hier auf der E-Mail-Adresse, markus@aprilbox.org. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues gelernt und hoffentlich habt ihr auch ein paar interessante Fragen. Applaus aus dem Publikum.
Vielen Dank, Markus Huber, für deinen Vortrag. Wir sind etwas kurz in der Zeit, deswegen nur kurze Fragen. Und wenn ihr mehr Fragen habt, dann geht bitte draußen vor das Zelt. 1 bis 2 Fragen bitte. Eine Frage. Habt ihr eine Kombination mit NoScript versucht, mit einigen von diesen Tools? NoScript und Request Policy sind das, was die meisten Leute auf dem Camp nutzen, aber es ist einfach nicht brauchbar für die normalen Menschen. Die meisten Leute hier mögen NoScript sehr gerne. Es ist sehr effektiv, aber jeder nicht vom Camp hat Probleme, das zu benutzen. Deswegen haben wir es nicht mit aufgenommen. Hat das deine Frage beantwortet? Ich wollte wissen, ob ihr irgendwelche Vorschläge für Publisher habt, für Herausgeber, um Probleme mit Einnahmen zu vermeiden. Ich frage mich, ob ihr da irgendwelche Vorschläge für die Publisher habt. Ich habe die Frage habe ich nicht verstanden. Vorschläge für Publisher, die Werbung haben und Einnahmen damit erzeugen wollen, die davon abhängen. Ja, ich sehe das Problem. Es geht also auch so etwas wie Grassroots-Campaigns und Open-Source-Leute, die von Werbung abhängig sind. Also ich schlage einfach Micro-Payment-Systeme, also Systeme schlage ich vor. Ich glaube, es ist einfach es ist nicht gut, wenn jemand Tracking einzuschalten, ist nicht so gut. Für große Medienhäuser ist es ein Problem, die Leute blockieren eben, wenn man jetzt eine große Publisher ist, dann publiziert man eigentlich sowas wie Filme oder Nachrichten mit Werbung. Und inzwischen guckt man halt Filme, die mit Product Placement und Werbung gepflastert sind. Für kleinere Webseiten schlage ich halt vor, über Spenden, mit Spenden zu arbeiten und keine Werbung zu machen. Weitere Fragen? Weitere Fragen könnt ihr euch draußen dann austauschen. Vielen Dank für diesen Vortrag und ja.